Also Herr Sänger, Sie haben ja die journalistische Unart, ich muss das jetzt mal einordnen. Ja. Und eigentlich müssen wir hier die Plätze tauschen, dass Sie ständig Co-Referate halten. Das ist ja nicht so, dass Sie mir Fragen stellen, sondern Sie machen erstmal eine riesenlange Vorrede, bevor Sie dann zur Frage kommen und haben dann schon irgendwelche Setzungen gemacht, die ich so nicht stehen lassen kann. Das Stichwort Kupala und Weidel, beide haben ja zuletzt Christina Baum, also auch ein Mitglied des Bundesvorstandes, doch derbe angezählt. Grund sind diverse rassistische Aussagen von Frau Baum. Rassistisch? Welche denn? Das ist starker Tobak, Herr Sänger. Rassistische Aussagen. Gut, dann gibt es noch eine Frage von Elias Bender. Der hat uns geschrieben, Herr Höcke, gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten fehlt es in den meisten deutschen Großstädten an bezahlbarem Wohnraum. Welche Konzepte hat denn die AfD gegen die akute Wohnungsnot und wie könnten die Mieter finanziell entlastet werden? Da sind wir auch wieder bei den großen Ideologieprojekten. Wenn man seit 2014, wie ich referiert habe, 3,3 Millionen Zuwanderer ins Land lässt und der ehemalige afghanische Präsident Ghani hat vor wenigen Tagen gesagt, dass er erwartet, dass sich in den nächsten Monaten Millionen Afghanen nach Europa auf den Weg machen, die nach Deutschland wollen, dann muss man sich nicht über zu wenig Wohnraum in den Großstädten beklagen. Das ist ein hausgemachtes Problem, das die Altparteien zu verantworten haben. Deswegen die Einwanderung stoppen, die abgelehnten Asylbewerber zurückschicken und dann ist auch Wohnraum. Das Stichwort Kupala und Weidel, beide haben ja zuletzt Christina Baum, also auch ein Mitglied des Bundesvorstandes, doch derbe angezählt. Grund sind diverse rassistische Aussagen von Frau Baum. Rassistisch? Welche denn? Das ist starker Tobak, Herr Sänger. Rassistische Aussagen. Also das hellhäutige, hier ansässige Volk hat fast keine Interessenvertreter mehr. Die Migrationspolitik der Grünen führt zur Vernichtung der Existenz des Volkes. Ich werde am Völkermord am indigenen deutschen Volk nicht tatenlos zusehen. Das sind Aussagen, die so, glaube ich, nicht unwidersprochen stehen bleiben können. Frau Baum will das Wahlrecht nach Abstammung wieder einführen, weil, sagt sie, Politiker mit Migrationshintergrund nicht den Willen der ethnischen deutschen Bevölkerung entscheiden. Diese Frau sitzt bei Ihnen im Bundesvorstand. Am Tag, nachdem sie von Kupala und Weidel angezählt worden ist, hat Frau Baum noch mal nachgelegt und gesagt, also ich stehe dazu mehr denn je. Also, ist das die Rhetorik, die Sie im Bundesvorstand brauchen? Ist diese Frau tragbar aus Ihrer Sicht? Also Herr Sänger, Sie haben ja die journalistische Unart, ich muss das jetzt mal einordnen. Ja. Und eigentlich müssten wir hier die Plätze tauschen, dass Sie ständig Co-Referate halten. Das ist ja nicht so, dass Sie mir Fragen stellen, sondern Sie machen erstmal eine riesenlange Vorrede, bevor Sie dann zur Frage kommen und haben dann schon irgendwelche Setzungen gemacht, die ich so nicht stehen lassen kann. Also Frau Baum hat sich für das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht, das bis Ende 1999 galt, eingesetzt. Das war das sogenannte Abstammungsprinzip. Aber auch damals war es schon möglich, für Nicht-Abstammungsdeutsche Deutsche zu werden durch Einbürgerung. Aber das Doppelpassprinzip, das lehnt sie ab und das lehnt auch grundsätzlich die AfD ab. Es ist vollkommen legitim zu sagen, wir hatten bis 1999 ein gutes Staatsbürgerschaftsrecht und das wollen wir wieder haben. Das hat doch nichts mit Rassismus zu tun, Herr Sänger, ich bitte Sie. Also ich halte fest, dass Sie Frau Baum an der Stelle unterstützen. Ich sage ja, das Staatsangehörigkeitsrecht bis 1999 war das Richtige für Deutschland und da würde ich auch gerne wieder dran anknüpfen, da unterstütze ich Sie. Und wenn Sie manchmal etwas starke Töne anschlägt, dann doch auch nur, um deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist. Wir haben doch mittlerweile eine Quote von 27% Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben Schulklassen in Westdeutschland vor allen Dingen, da gibt es keinen einzigen Deutschen mehr. Rein von der Staatsbürgerschaft, jetzt gar nicht von der Ethnie aus betrachtet. Das ist doch keine gute Entwicklung. Wir haben eine Multikulturalisierung Deutschlands, die in wenigen Jahrzehnten, wenn man das Geburtsdefizit der Deutschen noch dazu rechnet, zum Ende dessen führen wird, was wir deutsches Volk nennen. Und das kann doch nicht in Ordnung sein. Also ich halte fest, dass Sie sich an der Stelle nicht von Frau Baum distanzieren Nein, wollen. Nein, ich distanziere mich um Gottes Willen nicht von Frau Baum. Ich distanziere mich sowieso gar nicht so gern. Kann ich verstehen. Mag diesen Begriff gar nicht. Ja, wir brauchen einfach eine Politik im Interesse Deutschlands und das findet zurzeit in Deutschland nicht statt. Und deswegen braucht es die AfD.